Martina und Uwe Stöckel beim Einkaufen im Supermarkt. Obwohl beide das immer schon gerne gemeinsam gemacht haben, genießen sie diese gemeinsame Zeit heute besonders. Denn nach einem gesundheitlichen Schicksalsschlag war das Leben des Ehepaars von einem auf den anderen Moment nicht mehr dasselbe. Mein Mann hatte 3 Schlaganfälle und einmal Hirnblutung. 2015 war die Hirnblutung und seitdem sitzt er im Rollstuhl und ist auch im Pflegeheim. Eine extrem belastende Situation für das Ehepaar, die neben dem psychischen und emotionalen Stress auch viele alltägliche Probleme mit sich brachte. Die stark eingeschränkte Mobilität von Uwe Stöckel durch seinen Rollstuhl rückte gemeinsame Aktivitäten plötzlich in weite Ferne. Ja, das war ganz schwierig, weil wir konnten ja nichts mehr unternehmen. Wir waren darauf angewiesen, kurze Fußwege mit dem Rollstuhl zu haben und mit dem Auto ging gar nichts mehr, weil ich meinen Mann nicht ins Auto transportieren kann oder auch raus. Eine Problematik, vor der viele Angehörige von Menschen mit Handicap stehen. Für sie ist Carsharing ein Riesengewinn, denn diese Autos sind für den Transport körperlich schwer beeinträchtigter Menschen speziell umgebaut. Und sie können kostenneutral gemietet werden. Für Martina Stöckel und ihren Mann war Carsharing daher ein äußerst attraktives Angebot. Denn damit bleiben sie nicht nur mobil, auch die Handhabung ist einfach und weitgehend unbürokratisch. Die Reservierung des Autos kann ganz einfach per Telefon vorgenommen werden. Außerdem kostet Carsharing kein zusätzliches Geld. Der Nutzer hinterlegt nur eine Kaution, die nach der Fahrzeugrückgabe wieder erstattet wird, und er trägt die Benzinkosten, sonst nichts. Dafür erhält er ein technisch einwandfreies Fahrzeug, das er nach Belieben nutzen kann. Wie bei einer ganz normalen Autovermietung wird auch hier ein Nutzungsvertrag abgeschlossen, bei dem zunächst die Personalien des Fahrzeugmieters erfasst werden. Die Kaution von derzeit 300 Euro wird bei der Fahrzeugübernahme hinterlegt. Und dann kann es auch schon losgehen. Bei der allerersten Benutzung bekommt man eine ausführliche Einweisung über die Anschnall- und Sicherungssysteme im Fahrzeug. Martina Stöckel hat als regelmäßige Nutzerin bei der Handhabung natürlich längst Routine. Für unseren Film demonstriert sie aber hier noch einmal, wie die allererste Funktionseinweisung für sie damals verlief. Also man bekommt ja eine Einweisung und dann macht man das 1-2 Mal und dann klappt das wie am Schnürchen, ohne Probleme. Ich bin total begeistert. Mit einem Anruf miete ich mir das Auto. Ohne große Probleme komme ich hierher, bekomme eine Einweisung und dann kann ich mit meinem Mann losfahren. Carsharing richtet sich an Familien, in denen Menschen mit schwerer körperlicher Beeinträchtigung oder Mehrfachbehinderung leben. Möglich wurde dieses Angebot durch die Zusammenarbeit mehrerer Institutionen im Saarland. Bald soll das Angebot auch noch erweitert werden. Dann soll es nach dem Willen der Initiatoren ehrenamtliche Helfer geben, die als Fahrer der Fahrzeuge eingesetzt werden können. Das Saarland hat mit dem Projekt Carsharing heute schon echte Pionierarbeit geleistet und will das Projekt auch weiterhin unterstützen. Dieses Carsharing-Projekt ist ein bundesweit einzigartiges Projekt und wir sind sehr froh darüber, dass wir es hier im Saarland initiieren konnten. Es wird eine bedeutende Lücke in der Versorgung behinderter Menschen geschlossen und deshalb hat die Landesregierung diese Idee auch von Anfang an unterstützt. Ein solches Unterfangen lebt natürlich von Mitmachen und deshalb wünschen wir uns, dass ganz viele Menschen, die solche Fahrzeuge brauchen, auf das Angebot zugreifen. Dass sich das Projekt Carsharing immer noch weiterentwickelt, zeigt sich unter anderem auch am Engagement des Sparvereins Saarland. So steht heute schon fest, dass die Fahrzeugflotte demnächst nicht nur einen weiteren Standort, sondern auch noch ein neues Fahrzeug hinzubekommen wird. Der Sparverein fördert aus den Reinerträgen Fahrzeuge für gemeinnützige Einrichtungen. Das Projekt Carsharing ist uns eine besondere Freude, dass wir das unterstützen können, denn damit helfen wir behinderten Menschen ganz direkt, in ganz direkter Form. Und es ist auch natürlich ganz besonders toll, dass wir neben den Standorten in Saarbrücken und Neunkirchen jetzt einen weiteren Standort in Liebach mit einem Fahrzeug ausstatten können. Martina und Uwe Stöckel genießen die gemeinsamen Momente miteinander, welche ihnen die Mobilität mit dem Spezialfahrzeug ermöglicht.
Und Frau Stöckel ist sich sicher, dass sie das Angebot von Carsharing auch weiterhin nutzen will und wird, solange es ihr möglich ist, ihren Mann in dem Fahrzeug zu transportieren. Denn dies bedeutet einfach ein Stück Lebensqualität, um das der Alltag des Ehepaars immer wieder bereichert wird.